Wir haben die Veranstaltung in zwei inhaltliche Panel aufgeteilt, zwei Diskussionen. Die erste wird die Bedeutung der unabhängigen Justiz für den Rechtsstaat diskutieren. Und in der zweiten wollen wir die Rechtsstaatlichkeit in Europa, wie kann sie am besten gesichert werden, diskutieren. Die erste Podiumsdiskussion wird dabei von Professor Dr. Armin von Bogdandy moderiert, dem Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches, öffentliches und Völkerrecht in Heidelberg. Er gilt als einer der innovativsten Völkerrechtler der jüngeren Generation. 2008 wurde ihm für die herausragende wissenschaftliche Leistung auf dem Gebiet Grundlagen des Rechts und der Wirtschaft der Preis der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft verliehen. Diesen Teil der Veranstaltung eröffnen wir aber mit zwei Keynote-Präsentationen. Und wir beginnen dabei mit Frau Professor Dr. Malgorzata Gersdorf, der ehemaligen Präsidentin des Obersten Polnischen Gerichts, und Dr. Ulrich Majdowski, Richter am Deutschen Bundesverfassungsgericht. Zunächst spielen wir ein Video von Professor Dr. Gersdorf ein. Sie war von 2014 bis Ende April 2020 Präsidentin des Obersten Polnischen Gerichts. Sie wandte sich gegen die Umstrukturierung der Justiz durch die PiS. Sie wurde Anfang Juli 2018 zwangspensioniert, weigerte sich aber, ihr Amt aufzugeben. Ihre Amtszeit lief am 30. April 2020 aus. 2019 erhielt sie den Theodor-Heuss-Preis. Jetzt hören wir Ihre Botschaft per Band. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte mich ganz herzlich zunächst bedanken für die Ehre, für die Einladung zu dieser Konferenz. Ich möchte eine theoretische Frage stellen. Was kann man über ein Land sagen, wo solche Dinge geschehen wie Demontage der Staatsanwaltschaft, des Verfassungsgerichts und der ordentlichen Gerichtsbarkeit? Dann die Durchführung von Disziplinarverfahren gegen Richter nach dem Willen des Justizministers, der gleichzeitig auch der Generalstaatsanwalt im Lande ist. Und die Demontage des obersten Gerichts, wo ein Gericht innerhalb dieses Gerichts fungiert, nämlich die Disziplinarkammer des obersten Gerichts. Wenn wir auf das Erreichte der Europäischen Union schauen, auf die Theorie und Philosophie des Rechts, so entdecken wir, dass ein Rechtsstaat folgende grundlegende Eigenschaften aufweist: Gleichbehandlung aller Bürger und eine ordentliche Rechtsprechung durch unabhängige Gerichte. Und auf diese grundsätzliche Eigenschaft weisen Wissenschaftler der demokratischen Welt hin. Und ein Staat, der auf persönlichem Prärogativ basiert, sanktioniert den Grundsatz der Unabhängigkeit, der Nichteinbindung des zentralen Orts durch Rechtsvorschriften, die dazu dienen, dass auf den persönlichen Wunsch der höchsten Stellen Verfahren eingeleitet und Strafen verhängt wurden. Also ein Staat, wo die Würde des einzelnen Bürgers mit den Füßen getreten wird, indem zum Beispiel dieser Bürger der Infamie ausgesetzt wird, ohne ein Urteil zu fällen und nur mit Hilfe von Medien und von Hassparolen, die den Bürger treffen sollen. So ein Staat kann den Bürgern keine Stabilität und Sicherheit garantieren. Der Staat bedient sich der Angst und nicht des Rechts. Und das ist sehr traurig. Leider ist die heutige Republik Polen Mitglied der Europäischen Union, wenn auch noch nicht ganz so, aber sie geht diesen Weg. Wir wissen, dass die Unabhängigkeit der Gerichte und deren gesetzliche Festsetzung kennzeichnend sind für die Gerichte in einem demokratischen Rechtsstaat Westeuropas und für die Rechtskultur. Ich möchte Ihnen einige Mechanismen zur Untermauerung des Gesagten aufzeigen, die auf die Gerichte in Polen wirken und die der Regierung ermöglichen, Einfluss auf Gerichtsverfahren zu nehmen. Erstens, Besetzung der Gerichte mit Richtern. Die Augen der aus der Mythologie bekannten Göttin Themis sind verbunden. Dies kann
man auf zweierlei Weise interpretieren, nämlich als Verbot, Einfluss zu nehmen auf den, der ein Verfahren führt, und das Gebot der Unvoreingenommenheit bzw. Unbefangenheit. Zu Beginn der Machtübernahme durch die Partei Recht und Gerechtigkeit versicherte ihr Chef Kaczynski, dass für ihn das effektive Arbeiten und die Unabhängigkeit der Gerichte sehr wichtig ist. Natürlich hat er etwas ganz anderes eingeführt, und zwar: statt der alphabetischen Zuordnung von Fällen führte er eine computergestützte Verlosung der Fälle in den Gerichten ein, worauf dieser Algorithmus der computergestützten Verlosung beruht, ist bis heute unklar. Man sagt ja, dass wenn ein Mensch bestimmte Mechanismen einführt, dann kann er sie auch beeinflussen. Aber das ist nicht alles, denn es gibt Gerichte, für die dieser Mechanismus nicht gilt. Es ist das Verfassungsgericht und die Disziplinarkammer des Obersten Gerichts, also ganz wichtige Gremien der Justiz. Das ist der erste kritische Punkt. Der zweite kritische Punkt ist die Leitung der Gerichte. Der Justizminister, der, wie ich schon sagte, gleichzeitig Generalstaatsanwalt ist, hatte 6 Monate Zeit, um die Gerichtspräsidenten auszutauschen. Er tat das auch. 120 Gerichtspräsidenten wurden gegen andere ausgetauscht in der kurzen Zeit, unabhängig davon, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sie hatten und welche Berufslaufbahnen hinter ihnen stand, im besten Sinne des Wortes. Sie wurden also ausgetauscht. Und es ist nicht so, dass es völlig egal ist, wer Präsident eines Gerichts ist. Denn ein Gerichtspräsident hat großen Einfluss darauf, wo ein Richter richtet, in welche Abteilung. Der Präsident kann einen Richter für Zivilfragen in die Abteilung für Strafsachen versetzen. Oder er kann, was wohl die schlimmste Strafe für so einen Richter ist, einen Zivil- oder Strafrichter in die Abteilung für Familiensachen versetzen. Und ein Richter, der 20 Jahre lang in Zivil- oder Strafsachen urteile, ist ein sehr guter Jurist und hat sich auf einmal mit Familiensachen zu befassen, mit der Kinderbetreuung. Es kann auch geschehen, dass die Versetzung eines solchen Richters bedeutet, dass ihm seine Fälle weggenommen werden, vor allem in Strafsachen. Sie müssen also von Neuem aufgerollt werden und es drohen dadurch Verjährungen. Kurzum, ein Gerichtspräsident ist eine sehr wichtige Person bei der Organisation der Justiz. Und so ein Gerichtspräsident steht unter dem Einfluss des machtvollen Justizministers. Der dritte kritische Punkt betrifft das System der Beförderung und der Ernennung von Richtern. Diese hängen heute ausschließlich vom Landesjustizrat KRS ab, den wir Neo-Landesjustizrat nennen. Denn der Landesjustizrat ist verfassungswidrig durch politische Gremien besetzt worden. Und dieser Landesjustizrat entspricht nicht dem, den unsere Verfassung meint. Also sind alle Ernennungen von Richtern auf Antrag dieses Rats nicht korrekt, nach unserer Auffassung jedenfalls, mindestens gelinde gesagt. Vierter Punkt. Disziplinarsachen. Disziplinarsachen hängen im großen Maße vom Justizminister, also dem Generalstaatsanwalt, ab. Die Disziplinarverfahren gegen Richter laufen vor der Disziplinarkammer des Obersten Gerichts, die durch den Neo-Landesjustizrat eingerichtet wurde. Das sagt alles. Das heißt, die Disziplinarkammer ist noch kein Kassationsgericht, kann aber die inhaltliche Seite eines Urteils ändern. Die Rechte des Beschuldigten sind letztendlich kleiner als die Rechte eines wegen Totschlag Angeklagten. Das ist wirklich ein kurioses Vorgehen. Was ist nun das Wichtigste? Denn bisher, was ich sagte, ging es um das, was schon stattfand. Aber es geht weiter. Das Wichtigste ist die Nichtbeachtung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs. Es werden sogar Strafen wegen Anwendung der Urteile des EuGH verhängt. Am 19. November 2019 hat das EuGH auf eine präjudizielle Frage, die von den Richtern der Kammer für Arbeits- und Sozialversicherungssachen gestellt hatte, geantwortet, dass die Richter selbst, die polnischen Richter selbst, beurteilen sollen, ob die von dem Neo-Landesjustizrat ernannten Richter
unabhängig sind und gab auch in der Antwort noch verschiedene Hinweise an, was die Richter dabei beachten sollen. Die Richter an den ordentlichen Gerichten und das oberste Gericht, vertreten durch drei Richter der Kammer für Arbeitssachen am obersten Gericht, urteilten folglich auf der Grundlage des Urteils des EuGH und seine Empfehlungen. Wegen dieses Vorgehens wurden gegen die Richter der ordentlichen Gerichte Disziplinarverfahren eingeleitet, die aber verschieden begründet wurden. Und einzelne neu besetzte Kammern des obersten Gerichts urteilten unter Umgehung des Urteils der drei Richter, die der Kammer für Arbeitssachen am obersten Gericht angehörten, obwohl dieses Urteil, muss ich sagen, ausgezeichnet ausfiel. Also wurde auf Antrag des ersten Vorsitzenden des obersten Gerichts ein gemeinsamer Beschluss von drei Kammern des obersten Gerichts gefasst, wonach, kurz gesagt, die Disziplinarkammer des obersten Gerichts gar kein Gericht ist. Dieser Beschluss erging am 23. Januar 2020. Das EuGH hat am 8. April die Tätigkeit der Disziplinarkammer ausgesetzt. Das Urteil des EuGH galt für alle staatlichen Organe, also auch für den ersten Präsidenten des obersten Gerichts. Somit verfügte der erste Präsident des obersten Gerichts, dass die Urteilsfindungen der Disziplinarkammer abzubrechen sind. Leider kam es so, dass diese Verfügung sofort, nachdem die Amtszeit des ersten Präsidenten des obersten Gerichts zu Ende ging, geändert wurde. Und zwar durch den Richter Saratkevich, der als kommissarischer erster Präsident des obersten Gerichts eingesetzt wurde. Er sollte eine Vollversammlung der Richter einberufen, um den neuen ersten Präsidenten zu wählen. Dabei überschritt er seine Kompetenzen, denn er durfte nichts ändern. Ungeachtet dessen urteilt die Disziplinarkammer weiter in Sachen gegen Staatsanwälte, Anwälte, Rechtsberater. Außerdem urteilt sie auch über die Aufhebung der richterlichen Immunität, obwohl sie zugibt, dass es keine Disziplinarsache ist, aber da irrt sie sich. Der fünfte Punkt ist sehr wichtig, wenn nicht sogar am wichtigsten, die Rolle des Verfassungsgerichts bei der Umsetzung der Vorhaben der Regierung, die das Ziel verfolgt, die Unabhängigkeit der Gerichte zu demontieren, auch des obersten Gerichts. Nachdem die drei Kammern des obersten Gerichts geurteilt hatten, fand die Exekutive, dass es nun angebracht ist, sich an das Verfassungsgericht zu wenden, mit der Begründung, dass das oberste Gericht seine Kompetenz mit diesem Urteil, mit diesem Beschluss überschritten hat und angefangen hat, neues Recht zu schaffen. Das heißt, dass das Urteil der drei Kammern nicht existent ist. Natürlich hat das Verfassungsgericht völlig ohne irgendwelche Begründung diese Konzeption des Ministerpräsidenten angenommen und damit die eigenen Kompetenzen überschritt. Denn das Verfassungsgericht hat die Rechtsvorschriften zu urteilen und nicht über Urteile des obersten Gerichts. Also griff das Verfassungsgericht in die Rechtsprechung und Gerichtshoheit des Obergerichts ein. Wir leben heute in einem System, das die Merkmale eines Autoritarismus mit Wahlmöglichkeiten aufweist. Wahlen finden zwar statt, aber die Machtausübenden verfügen über sämtliche Kompetenzen, um über alle Angelegenheiten der Bürger zu entscheiden. Letztendlich denke ich, dass wir Europa nicht enttäuschen werden. Wir bleiben ein Rechtsstaat. Und die polnischen Richter sind sich zweifellos der Verpflichtungen bewusst, die sie übernahmen. Unsere gesamte Bevölkerung wurde inzwischen einbezogen. Sie wird von den europäischen Staaten unterstützt, in der dunklen Nacht des Kriegszustands und später und jetzt. Und dafür danke ich allen Europäern, den europäischen Staaten, vielen Dank. Und ich zähle auf weitere Unterstützung unserer Bevölkerung. Vielen Dank. Herzlichen Dank, müssen wir sagen. Wir haben das vorher aufgezeichnet für diese sehr interessante und bewegende Ansprache. Wir haben jetzt als Nächsten, den wir begrüßen können, vermutlich aus Karlsruhe, Dr. Ulrich Majdowski. Er ist seit 2014 Richter am Bundesverfassungsgericht. Nach Studium der Rechtswissenschaften in Tübingen in Aix-en-Provence arbeitete er als Richter zunächst am Verwaltungsgericht in Aachen, später am Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen und seit 2009 auch als Richter am Bundesverwaltungsgericht. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten, hier über die Bedeutung der Unabhängigkeit der Justiz zu sprechen. Herr Majdowski, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, die Technik funktioniert und ich bin zu hören.
Wir haben gerade das Statement von Frau Gersdorf gehört zwischen Realität und Pessimismus. Und nichts davon ist übertrieben, muss man leider sagen. Aber lassen Sie mich dennoch versuchen, dieses Bild um zwei weitere, vielleicht etwas hellere Farben anzureichern. Ich brauche immer und wir alle brauchen trotz allem auch weiterhin unseren Idealismus und ein bisschen Optimismus. Allerdings, die Frage, die wir beantworten müssen, sie bleibt dieselbe. Wer schützt die Unabhängigkeit der Justiz, wenn Regierungen oder innerstaatliche Gerichte diese Aufgabe nicht wahrnehmen, wenn sie die Unabhängigkeit der Justiz unter Berufung auf ein problematisches Demokratieverständnis sogar aktiv gefährden? Diese Frage ist Teil der gesamteuropäischen Realität geworden. Betroffen sind wir alle. In einer solchen Situation richtet sich die Hoffnung nicht nur auf staatliche Institutionen, sondern in besonderer Weise eben auch auf die europäischen Gerichte. Doch aus aktuellem Anlass ist auch die Frage aufgeworfen, ob das Deutsche Bundesverfassungsgericht, dessen Mitglied ich bin, diesen Gerichten, insbesondere dem EuGH, ihre Aufgabe als Wächter über die Unabhängigkeit der Justiz durch seine Entscheidung vom 5. Mai 2020 erschwert oder gar unmöglich gemacht hat. Bevor ich zu dieser Frage Stellung nehme, möchte ich vier ganz kurze Bemerkungen zur Rechtsstaatlichkeit formulieren, die Ihnen allen als Profis vermutlich allzu einfach vorkommen werden, an denen mir aber trotzdem sehr viel liegt. Erste Bemerkung. Rechtsstaat sind wir alle. Rechtsstaat braucht nicht nur den Beitrag der Gerichte, der Staatsanwaltschaften, der Behörden und der Regierung, sondern in besonderem Maße eben auch das Vertrauen der Bevölkerung und ein Gefühl für rechtsstaatliche Werte und Fairness in den klassischen und in den sozialen Medien. Dazu gehört die Bereitschaft, letztverbindliche Entscheidungen unabhängiger Gerichte auch dann zu akzeptieren, wenn man sich für falsch hält. Nur im Zusammenhang all dieser Beiträge entsteht Rechtsstaat. Das heißt aber auch, der Schutz der Rechtsstaatlichkeit und der Unabhängigkeit der Gerichte kann nicht durch einen der genannten Beteiligten im Alleingang bewirkt werden. Man braucht sie alle. Zweite Bemerkung, Rechtsstaatlichkeit verträgt Vielfalt. Nicht in allen Staaten der EU oder der Konvention muss Rechtsstaatlichkeit bis in die Details gleich verstanden und praktiziert werden. Jeder, der Reisen unternimmt, mit Kolleginnen und Kollegen spricht, weiß das. Und mehr noch, ein und dieselbe Regel kann in dem einen Rechtsstaatsmodell gut funktionieren, in einem anderen hingegen höchst problematisch sein. Wer den Rechtsstaat schützen will, muss diese Flexibilität und Vielfalt erhalten. Dritte Bemerkung. Rechtsstaatlichkeit braucht aber auch rote Linien. Denn trotz aller Vielfalt ist Rechtsstaatlichkeit nichts Beliebiges. Es gibt Basics, die in jedem System gewährleistet und die im Wesentlichen auch gleich sein müssen. Diese Basics betreffen vor allem den zentralen Ort, wo Rechtsstaat stattfindet. Das ist das Gericht. Und eingeschlossen ist natürlich die Stellung, der Status der Richterinnen und Richter. Wenn einer der wichtigsten inhaltlichen Aspekte von Rechtsstaatlichkeit die Erforderlichkeit einer unabhängigen Kontrolle hoheitlicher Gewalt ist, dann verläuft genau hier die rote Linie, die niemals überschritten werden darf, bei allen legitimen Unterschieden in den Details. Und insbesondere muss es auch möglich sein, Rechtsstaat gegen Richter zu finden. Vierte und letzte kurze Bemerkung, die richterliche Unabhängigkeit kann nicht nur von außen, sondern in besonderer Weise auch von innen gefährdet werden. Natürlich sind Regierungen und Parlamentsmehrheiten, eine einseitige Medienlandschaft, Vertrauensverlust in der Bevölkerung, mächtige Faktoren bei der Demontage einer unabhängigen Justiz. Die Erosion von richterlicher Unabhängigkeit findet aber auch unabhängig von all diesen Faktoren inmitten der Justiz selbst statt. Und dies geschieht manchmal spektakulär, aber häufig alltäglich. Ich spreche hier weniger von Richterinnen und Richtern, die als willfährige Vollstrecker einer justizfeindlichen Politik gezielt in die Gerichte gebracht werden, sondern ich spreche auch von Kolleginnen und Kollegen, die die richterliche Unabhängigkeit als ein Privileg sehen und nicht als Verpflichtung verstehen, die den Prozessparteien überheblich gegenübertreten und prozessuale Regeln in den Dienst ihrer eigenen Bequemlichkeit stellen. Mit anderen Worten, solche, die unprofessionell arbeiten.
Der Schutz der richterlichen Unabhängigkeit muss auch hier ansetzen. Durch die alles andere als selbstverständliche Fähigkeit an anderen, konstruktiv Kritik zu üben und selbst auch Kritik anzunehmen. Ein wichtiger Aspekt bei all dem ist der fortwährende Dialog über richterliches Ethos. Kommen wir jetzt aber zur Entscheidung vom 5. Mai 2020. Diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist von der polnischen Regierung mit großer Freude aufgenommen worden. Und viele Kritiker werfen dem Gericht deshalb vor, den Euroskeptikern, den Populisten, den Neonationalisten einen einfachen und bequemen Weg gewiesen zu haben, den EuGH unter Berufung auf das deutsche Beispiel ignorieren zu können. Und dies zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Vorwurf unberechtigt ist. Meine Gründe möchte ich Ihnen nennen. Dabei sind mir 5 Aspekte wichtig. Der erste Aspekt, die Stärkung des EuGH, ist eines der Ziele der Entscheidung. Natürlich kann man der Entscheidung vom 5. Mai zustimmen oder man kann sie kritisch sehen. Dies betrifft die Aussagen des Bundesverfassungsgerichts zur Europäischen Zentralbank, ebenso wie diejenigen zum EuGH. Meine Überzeugung, dass man dieser Entscheidung aber keine Hilfestellung für die Position der polnischen Regierung entnehmen kann, ist vollkommen unabhängig davon, ob man sich dem Lager der Kritiker oder demjenigen der Befürworter anschließt. Und eine genaue Lektüre des Textes, der ja immerhin etwas mehr als 40.000 Wörter umfasst, ergibt, die Entscheidung soll den EuGH ganz bestimmt nicht schwächen. Sie soll ihn stärken. Aber ich sehe schon, dass ich das erklären muss. Zweiter Aspekt. Die Kompetenzen, die Zuständigkeiten des EuGH sind vollkommen unbestritten. Sie sind durch uns auch nicht bestritten worden. Ein ganz wichtiger Teil der Entscheidung vom 5. Mai führt aus, dass der EuGH selbstverständlich die alleinige Kompetenz hat, das Unionsrecht verbindlich auszulegen. Und das ist kein Lippenbekenntnis. Das schreiben wir nicht, weil das Lehrbuch ist, sondern das ist in Fortsetzung von Hannibal sehr, sehr ernst gemeint. Mit der PSPP-Entscheidung bewegen wir uns dann in dem Bereich einer sehr seltenen, einer extrem seltenen Ausnahme. Schon dies zeigt, dass man unsere Entscheidung nicht dazu verwenden darf, eine Loslösung von der Autorität des EuGH nach Belieben, sachgebietsbezogen oder gar generell zu begründen. Jetzt drittens zum Kernvorwurf, den wir erhoben haben. Der Kernvorwurf lautet, vielleicht ein bisschen überraschend, wir sehen zu wenig Rechtsschutz durch den EuGH, nicht zu viel. Der EuGH hat nach unserem Verständnis bei seiner Entscheidung über das PSPP auf unsere Vorlage hin die Tatsachen so zugrunde gelegt, fallen offensichtlich nicht in diese Kategorie. Der vierte Aspekt, starke Worte in der Entscheidung. Wie geht man damit um? Warum ist die PSPP-Entscheidung so, ich sag mal, ruppig formuliert? Warum schreiben wir nicht mehr nachvollziehbar, objektiv willkürlich? Ich möchte nicht für uns in Anspruch nehmen, dass das diplomatische Formulierungen seien. Daran sind wir vielleicht insgesamt nicht so gut. Aber genau diese harten Formulierungen schützen den EuGH vor unberechtigter Kritik. Auch das klingt auf den ersten Blick sehr seltsam. Aber es ist richtig, denn alles, was die sehr hoch angesetzte Schwelle der objektiven Willkür nicht erreicht, alles, was unter dieser Schwelle ist und von uns für falsch oder richtig gehalten werden kann, muss akzeptiert werden. Am Beispiel Polens wird es, finde ich, ganz deutlich. Was der EuGH in seinen Entscheidungen zur Rechtsstaatlichkeit dort ausgeführt hat,
kommt ja nicht einmal in die Nähe dieser Schwelle. Und deswegen kann die polnische Regierung das falsch finden, was sie vom EuGH zu hören bekommt. Aber sie ist eben daran gebunden. Fünfter Aspekt, ganz kurz. Unser Vorwurf einer defizitären Tatsachengrundlage wird als typisch deutsch angesehen. Kritiker sagen, wir haben hier ein typisch deutsches Verständnis von Prozessrecht und wir dürften das nicht übertragen ins europäische Recht hinein. Davon gehen wir auch nicht aus. Wir gehen im Gegenteil davon aus, dass auch nach europäischem Grundrechtsverständnis effektiver Rechtsschutz davon abhängt, dass das Gericht nicht nur ein Gutachten abgibt, sondern einen konkreten Fall löst. Dazu gehört auch das Gebot des Audiatur et altera pars. Es entspricht eben nicht dem Ethos des Richters, Behauptungen eines Beteiligten im weiteren Sinne zu den Tatsachen einfach ungeprüft zu übernehmen. Das kann man nur tun, wenn das Prozessrecht es erlaubt. In der Gültigkeitsvorlage des Artikel 267 AEUV ist eine solche Erlaubnis aber nicht enthalten. Und die Verfahrensordnung des EuGH enthält sämtliche Instrumente, die man für eine solide Tatsachenarbeit braucht. Lassen Sie mich mit einem Bild schließen. Ich glaube, im Dialog der Gerichte gibt es keine einfachen Lösungen. Der EuGH entscheidet selbstverständlich letztverbindlich über die Auslegung des Unionsrechts. Das Bundesverfassungsgericht letztverbindlich über die Auslegung von Verfassungsrecht. Aber die Suche nach einer Hierarchie zwischen beiden, nach einer Befugnis zum sogenannten letzten Wort, führt in die Irre. Stellen Sie sich den EuGH und das Bundesverfassungsgericht vielmehr als zwei Freunde vor, die gemeinsam eine Wanderung unternehmen. Bei dieser Wanderung stoßen Sie auf ein wunderschönes, aber auch ein bisschen rätselhaftes Gebäude. Das Europäische Haus mit den vielen Zimmern, von dem wir schon so lange sprechen. Es ist schon etwas älter und mit vielen Um- und Anbauten versehen. Die beiden Freunde auf ihrer Wanderung beschließen, dieses Gebäude zu erkunden. Der EuGH schaut sich das Innere an, das Bundesverfassungsgericht das Äußere. Diese Technik führt nun dazu, dass keiner der beiden Freunde das ganze Bild sehen kann. Eine zutreffende, eine vollständige Beschreibung des ganzen Gebäudes gelingt den beiden nur, wenn sie während ihrer Erkundung sich immer wieder treffen und ihre Eindrücke und Erkenntnisse austauschen. So wie wir das heute machen wollen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Majdowski, nicht nur für Ihr Bild am Ende des freundlichen gemeinsamen Wanderns, sondern auch für Ihre Erläuterung gerade zu dem Urteil vom Mai, die, glaube ich, sehr viel deutlich machen, was Ihnen am Herzen gelegen hat, als Sie dieses Urteil auch formuliert haben. Sie werden gleich bei der weiteren Podiumsdiskussion auch für Fragen und für Antworten auf Fragen zur Verfügung stehen, bleiben also unserer Veranstaltung sozusagen im Off für einen Moment weiter erhalten. Ich möchte nun für die weitere Debatte neben dem Moderator Armin von Bogdanni, den ich schon eingeführt habe, Richter Wojciech Wrubel begrüßen, der seit 2011 Richter der Strafkammer am polnischen Obersten Gerichtshof der Republik Polen ist. Und gleichzeitig Professor Dr. Angela Nussberger, der bekannten Expertin für osteuropäisches Rechts- und Rechtsvergleich. Sie war 10 Jahre Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und wurde im Februar 2020 zu einer der 3 internationalen Richter am Verfassungsgerichtshof von Bosnien-Herzegowina ernannt und ist seit Januar 2020 zudem außerordentliches Mitglied der Venedig-Kommission des Europarates, die die Europaratsstaaten verfassungsrechtlich berät. Vergessen Sie nicht, dass Sie Fragen an das Podium richten können und wir unsere Anwältin Grażyna Baranowska vom Menschenrechtszentrum Posen haben, die dann die Fragen hinter dem Podium auch stellen wird. Sie ist die ideale Anwältin des Publikums, denn sie spricht alle 3 Sprachen der heutigen Veranstaltung.
Ich übergebe jetzt für die Moderation an Professor Dr. Armin von Bogdandy. Und ich übergebe es Ihnen ja mit einiger Verspätung, weil wir am Anfang technische Probleme haben. Deswegen würde ich vorschlagen, dass Sie die 10 Minuten der Pause durchaus dazu nehmen, in der Hoffnung, dass in Online-Formaten ja die Menschen, die zuhören, zwischendurch auch mal sich schnell einen Kaffee besorgen können oder ein Wasser und das dann nicht so tragisch ist, wenn man keine Pause hat, sondern sie sich da selber versorgen können. Also Herr von Bogdandy, ich gebe Ihnen das Wort. Guten Morgen an alle und herzlich willkommen in diesem Podium zur Frage, dass es keine Rechtsstaatlichkeit gibt ohne unabhängige Justiz, wie gerade erwähnt wurde. Haben wir jetzt 2 Präsentationen geplant, die in gewissem Maße natürlich auch auf das reagieren, was wir gerade gehört haben. Dann wird Richter Majdowski möglicherweise sich auch beteiligen als Reaktion auf diese beiden Präsentationen. Und dann treten wir in die Diskussion ein und Dr. Baranowska wird die Fragen vorstellen. Wir haben Zeit bis 11:50 Uhr. Ich wurde informiert, dass wir pünktlich schließen müssen, da die Politik wartet. Deshalb werden wir also bitte gleich dazu über. Bitte sehr, Herr Richter Wrobel, für Ihren Input. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Das war eine bereits sehr interessante Debatte und Diskussion. Beginnen möchte ich mit nur wenigen Worten. Und ich denke, dass es wichtiger ist, diese Fragen zu debattieren, als festgelegte Thesen zu präsentieren. Professor Gersdorf, unsere frühere oberste Richterin im obersten Gericht, hat diese Krise, die wir in Polen haben, beschrieben. Diese Symptome sind nicht nur in Polen sichtbar, wie ich denke, sondern auch in zahlreichen anderen Ländern. Nicht nur europäischen, wie ich denke. Und dies ist für mich die grundlegende Frage. Sind Sie spezifisch für ein bestimmtes gegebenes Land oder sind Sie ein Zeichen für eine allgemeinere Tendenz, der wir uns gegenüber sehen? Persönlich neige ich eher zu der zweiten Haltung. Die Quelle der heutigen Krise ist auf kulturelle und technologische Umbauprojekte der letzten Dekaden zurückzuführen. Sie eröffneten direkt eine Krise der modernen Institutionen der Rechtsstaatlichkeit. Die Drohungen der Manipulation, die wir beobachten bei den Wahlen und Abstimmungen in zahlreichen Ländern, ist schon beschrieben worden. In Kürze kann man diese Krise als neuen Populismus, vielleicht technologischen Populismus, beschreiben, gegenüber der traditionellen Rechtsstaatlichkeit der liberalen Demokratie. Es scheint, dass der Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz nicht getrennt von den Wurzeln dieser grundlegenden Krise betrachtet werden darf. Die Frage wurde ja gestellt, was können wir tun und was sollten wir nicht tun in dieser Situation? Abgesehen von der Beschreibung der aufeinanderfolgenden, immer deprimierenden Merkmale dieser Krise, Frau Gersdorf hat hier die neue Methode der Benennung des obersten Gerichts in Verletzung der Verfassung beschrieben. Also um hier die Ursachen zu verstehen und zu beschreiben und den Mechanismen des Auftretens, müsste man wahrscheinlich mehrere rechtswissenschaftliche Debatten führen. Aber ich persönlich sehe diese Wurzeln, diese Gründe aus zweierlei Standpunkten. Zunächst einmal der Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz und der Richter ist ein charakteristischer Angriff, den der Populismus gegen die institutionelle Autorität führt. Gegen eine soziale Gruppe, die als öffentlicher Feind dargestellt wird oder Führung. Und es werden negative soziale Meinungen konzentriert. Der Bedarf, eine solche Gruppe zu finden, ist ein Brennstoff für Populismus, um Macht zu erhalten und zu bekommen. Dies bringt emotionale Zufriedenheit. Die Richter in ihrer Isolation schweigen ihren mysteriösen Bräuchen, Rechten und Idiomen, eignen sich sehr gut hierfür. Die populistische Revolution hat Bedürfnisse, die bedeuten, diese müssen gestürzt werden. Hochverdienende Richter eignen sich auch gut zu Angriffen.
Diskreditierung, das funktioniert. Die Arbeit der Anwälte erscheint unnötig, weil sie die Dinge nur kompliziert. Der gesunde Menschenverstand wird als Standard genommen und die Kriterien des gesunden Menschenverstands werden von woanders diktiert, durch Pools und Spin-Doctors. Die zweite Sicht, der Angriff auf die Unabhängigkeit der Gerichte, hat auch einen klassischeren Grund. Der Populismus wird solche Institutionen kontrollieren wollen, die seine Ambitionen begrenzen. Unabhängige Gerichte, die dem Wert der liberalen Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit anhängen, sind ein natürliches Hindernis für solche Kräfte, insbesondere Verfassungsgerichte oder Oberstgerichte. Unter dem Slogan einer moralischen Revolution, sei dies rechts oder links gerichtet, das ist gleichgültig, eine Revolution der gewöhnlichen Leute, indem man die Gerichte der politischen Macht unterwirft, Populismus. Damit schafft der Populismus die Kontrolle des Rechts über die Maßnahmen der politischen Exekutive ab. Andererseits bietet dies ein weiteres Mittel der Kommunikation, die Populisten selbst haben. Das heißt, sie könnten die Gerichtsurteile selbst auch ausnutzen. Der zeitgemäße Populismus wird im Wesentlichen im Bereich Kommunikation realisiert, unter Nutzung der modernen Technologien. Aufgrund deren kann man Emotionen entzünden, Wissen und Rationalität negieren, Hass und Fake News schaffen, Menschen manipulieren. Und auch die Essenz der Gerichte ist Kommunikation. Für den modernen Populismus ist ein Kommunikationsinstrument, ein zeitgemäßes, erforderlich. Ich komme also nochmal auf die Frage zurück, was können wir tun, was sollten wir nicht tun? Zunächst einmal, das Paradigma über die Autorität der Gerichte nachzudenken, muss sich ändern. Wir sollten dieses mysteriöse Paradigma verlassen und uns der Kultur öffnen. Was müssen wir? Die Kommunikation ändern, auch die Art und Weise, wie wir unsere Urteile begründen, ändern. Wir sollten aktiv uns beteiligen an der öffentlichen Debatte, dort, wo sie stattfindet, auch in den sozialen Medien. Rechtliche Entscheidungen, Beschlüsse, unsere Urteile müssen auch beschrieben werden können in moralischer Form, als Wertekonflikt, was verstanden wird von den gewöhnlichen Bürgern. Die Anwendung des Gesetzes darf nicht nur mehr legitimiert sein dadurch, dass die zuständige Behörde sich darum kümmert. Erklärungen von Gerichten müssen Kontakt haben zur modernen Kultur, auch zur populären Kultur in der Sprache und im rhetorischen Gebrauch passen. Die Gerichte müssen Justiz praktizieren. Die Verwaltung der Justiz ist nicht nur der normative Gehalt des Beschlusses in der Welt der Werte. Es ist nicht immer leicht. Dieses Urteil ist vielleicht auch vor allem eine Botschaft, was gerecht ist, was es gut ist. Die Entscheidung in der Welt der Werte. Es ist nicht immer leicht, das ist mir klar. Jemand von uns, der zum Gericht kam, es ist so, dass irgendjemand von uns den Grund erklärt für die Ablehnung der Beschwerde der Person, weil die formalen Kriterien nicht eingehalten wurden. Ist es so, dass irgendjemand, abgesehen von formalen Referenzen auf die rechtlichen Bestimmungen, ist es so, dass jemand erläutert, wo diese Bedingungen herkommen? Es gibt einen Zeitmangel, wenn Rechtsanwälte so weit in die Wertewelt eingehen, dass die Bürger das verstehen. Das wäre erforderlich. Jetzt der zweite Punkt. Die Gerichte müssen offen sein. Die Richter und Gerichte müssen präsent sein und offen und präsent in Schulen, in Bildungsaktivitäten. Besucher müssen in die Gerichte gelassen werden. Die wirklichen Erfolge des Gerichts sind die Leute, die präsent sind im Gericht, nicht nur die Anwälte, die dort sind. Denn dann haben wir jemanden, mit dem wir reden können und auch den Sinn der Rechtsstaatlichkeit erklären können. Viertens, Anerkennung. Die erste Manifestation der Bedrohung für die Unabhängigkeit der Gerichte ist die Weigerung der Anerkennung durch die Exekutive.
Die Urteile werden nicht geachtet. Die politische Macht untergräbt ihre Rationalität. Öffentliche Beamte diskreditieren die Richter persönlich. Zivilhaftung für Maßnahmen für die Urteile, für die Richter. Die Gerichte haben keine wirkliche Macht. Die Konvention ist ihr natürliches Umfeld. Die Konventionalität, rechtliche Bedeutungen. Wir sprechen die Sprache von Urteilen, die das Leben von Bürgern nur ändern, nur dann, wenn sie anerkannt werden. Diese Rolle hat die Exekutive. Wenn diese Anerkennung nicht da ist, dann ist es so, dass ungeachtet all der rechtlichen Finessen und Argumente, die wir benutzen, unsere Urteile keine Wirkung haben werden. Diese Anerkennung kann auch aus dem Gerichtssystem selbst kommen. Die Gerichte achten die Entscheidungen anderer Gerichte. Wenn wir das verstehen, dann kann die Anerkennung basieren sowohl auf nationalen und europäischen Gerichten und auch auf Gerichten anderer Mitgliedstaaten. Diese Anerkennung wird zu einem sehr wichtigen Faktor bei der Verteidigung der Unabhängigkeit der Gerichte. Der Ersatz eines Mangels an Anerkennung wäre hier ein Umweg. Aber dieser Umweg kann nicht von Dauer sein. Das ist eine weitere Frage. In Verbindung damit ist es so, dass dieses Paradigma des Nachdenkens über die Justizkooperation in der EU sich auch ändern muss. Eine Überprüfung dessen, ob ein Gerichtsbeschluss eines anderen Mitgliedstaates ein Urteil eines in unabhängigen und unbefangenen gerichtet ist, wert durchgeführt zu werden. Wir brauchen hierfür einen institutionellen Mechanismus innerhalb der europäischen Justiz zur ständigen Bewertung und Überprüfung des Zustandes der Unabhängigkeit der Gerichte und der Justiz in gegebenen EU-Staaten. Eine Kommission, die für die anderen Gerichte auch offen ist zum Beispiel. Das wäre hilfreich, um konkrete Sachen zu entscheiden, sei dies in den Provinzen von Polen, Spanien oder Deutschland. Dann zweitens müssen wir das Paradigma ändern, über die Zeit nachdenken. Populismus hält sich nicht an die Uhr, auch nicht in den Gerichtssälen. Der Europäische Menschengerichtshof beispielsweise nach Jahren ist nicht mehr wirksam. Es ist wie, als wenn man Geburtstagswünsche nach dem Tod des Geburtstagskindes äußert. Drittens, Beschlüsse der höchsten Justizbehörden von EU-Ländern in Bezug auf EU-Standards der Justiz müssen die Perspektive und Bedeutung dieser Urteile für die anderen Mitgliedstaaten berücksichtigen. Und das gilt für die Urteile des Allgemeinen Verfassungsgerichts. Vielleicht wäre es genug, war es genug, nur ein wenig die Formulierungen zu verändern, vielleicht einige Vorbehalte hinzuzufügen, vielleicht einige Fragmente aufzunehmen, die die deutsche Spezifizität dessen erläutert und die Tatsache, dass das nicht übertragbar ist auf andere Länder oder auf die gesamte Union. Vielleicht würde dies schon reichen und das würde auch sehr hilfreich sein. Und der sechste Punkt, Anwälte, der Populismus kann nicht unabhängige Institutionen ohne die Hilfe von Anwälten zu unterwerfen. Das ist nicht ohne die Hilfe von Anwälten möglich. Das Infragestellen der Rechtsstaatlichkeit wäre ohne Anwälte wesentlich schwieriger. Das Paradigma in der Rechtsprofession muss sich ändern. Viel mehr Bedeutung sollte den ethischen Grundsätzen der Ausübung dieser Profession gewidmet werden und die Sanktionierung der Verletzung dieser ethischen Grundsätze. Aus dieser Sicht ist es so, dass die Aktivitäten verlässlicher Verbände von Anwälten und Generalstaatsanwälten wichtig sind. Diese Verbände spielen eine wesentliche Rolle bei der Verteidigung der Unabhängigkeit der Gerichte. Und die Profession der Anwälte, das ist eine Berufung. Verstehen unsere Studentinnen und Studenten das? Jeder Anwalt ist ethisch verpflichtet, den
Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Er wird nicht einfach angestellt für Geld, für irgendeinen guten Zweck. In der Praxis übt er seine Profession aus im Schutz der Rechtsstaatlichkeit. Diese Grundsätze sollten auch von Anwälten in Krisenzeiten, auch im Konflikt mit Populismus, eingehalten werden. Und siebtens, der letzte Punkt, Vorsicht. Als es die Krise noch nicht gab, gab es Möglichkeiten, zur Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren. Und jetzt ist es sehr wichtig, Veränderungen und Reformen einzuführen, die die Institutionen stärken und dass die Rechtsstaatlichkeit gegen Populismus schützen. Tradition und Rechtskultur, das ist etwas sehr Schönes. Aber gegen den Populismus kann es keine realen Garantien ersetzen. Manchmal habe ich Argumente gehört, in unserem Fall, in unserem Land ist es so, dass der Justizminister nie diese Dinge ernst nehmen oder würde diese Schritte gegen die Justiz ergreifen. Das wäre gar nicht möglich. Bei den Populisten kann man da nur müde lächeln. Die Rechtstradition impliziert eine Wertegemeinschaft. Die Macht der rechtlichen Tradition basiert auch auf der gemeinsamen Methode der rechtlichen Argumentation. Wenn jemand kommt, der den Tisch umkippt, diese Werte ignoriert und beginnt, die Statute anders zu interpretieren, dann kann die Rechtstradition gar nichts mehr verteidigen. Deshalb ist es so, dass die Reform jetzt sofort beginnen muss, in diesem Land, das dies machen kann, solange die rechtliche Argumentation auch noch gilt, auch im Bereich der Gesetzgebung. Und eine Anekdote. Einmal waren wir in Österreich, da gibt es eine sehr alte Regelung im Strafrecht. Ich bin ja selbst auch im Strafrecht tätig und habe das studiert. Also diese Regelung basiert auf sehr allgemeinen und unkonkreten Voraussetzungen, ermöglicht es Personen, die bereits ein Urteil erhalten haben, eine bestimmte Möglichkeit. Und wir haben hier gefragt, gibt es denn hier nicht möglicherweise auch Missbrauch, insbesondere durch Leute an der Macht? Man sagte uns, das passiert nicht, weil die Verfassung dies verbietet. Auf unsere Frage, was würde denn passieren, wenn solches missbräuchliches Verhalten dennoch passiert, ist die Antwort gewesen, das ist die reine Theorie. Denn das Verfassungstribunal, das Verfassungsgericht verbietet das. Das heißt, das ging über Ihre Vorstellung hinaus. Aber meiner Ansicht nach ist das ein Mangel an Vorsicht. Vielen Dank. Thank you very much for this highly. Herzlichen Dank für diesen wirklich sehr anregenden Input. Damit haben wir wirklich eine gute Vorlage, um unsere heutigen Themen heute zu besprechen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich gerne das Wort an Dr. Angelika Nussberger übergeben. Sie hat bestimmt eine ähnlich flamboyante Einführung, wie wir gerade eben auch schon hören durften. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt hier die vierte Rednerin und ich freue mich durchaus sehr, heute hier dabei sein zu dürfen und vielleicht auch noch einmal meine Sicht der Dinge darzulegen. Drei Bemerkungen vielleicht zur Rede von Präsidentin Gersdorf, zur Rede von Dr. Majdowski. Dann habe ich noch drei allgemeine Bemerkungen und dann würde ich vielleicht noch einige allgemeine Überlegungen einfließen lassen als Antwort auf diese wirklich exzellente Vorstellung gerade von meinem Kollegen Wladimir Wrobel. Vielleicht noch einmal zu Präsidentin Gersdorf. Ich glaube, ihr Blick auf die Dinge ist durchaus wichtig für uns zu verstehen, denn sie ist eine Stimme aus dem Inneren. Und das positioniert uns dann damit auch. Wir sind die Nachbarn, wir sind natürlich mit dem Blick von außen dabei, aber es ist wichtig, dass wir dem zuhören, was unsere polnischen Kollegen sagen und uns erklären, was derzeit passiert. Und das möchte ich hier noch einmal unterstreichen. Dr. Gersdorf zeigt uns eine gespaltene Gesellschaft und auch eine gespaltene Anwaltschaft. Und das ist natürlich Grund zur Sorge. Wir sehen, dass die Politik geteilter Meinung ist. Und es ist wichtig für uns, wir, die von außen den Blick auf die Dinge haben, wir müssen vielleicht einfach akzeptieren, dass es eine Mehrheitsentscheidung für ein System gab, die, wenn ich das richtig verstanden habe, innerhalb von 2 Jahren
Jahren 13 neue Reformen auf den Weg gebracht haben, was die Justiz betrifft. Und das ist derzeit die aktuelle Situation. Was Richter Wrobel gerade noch einmal darlegte, ist, dass die Zivilgesellschaft, Rechtsanwälte und andere Akteure natürlich von innen aktiv werden müssen, um etwas zu verändern. Und die Veränderung kann nur von innen kommen. Und nun zu meiner dritten Bemerkung, zu dem, was Professor Gersdorf sagte. Sie hat recht harte Worte verwendet. Ich habe die Übersetzung der Rede gefolgt. Ich konnte hier der Verdolmetschung leider nicht folgen, aber in der Übersetzung hat sie das Wort Diktatur verwendet und autoritär. Und um vielleicht noch ein recht hartes Statement hier hinzuzufügen, in einer der Stellungnahmen der Venedig-Kommission wurde festgestellt, dass das, was in Polen derzeit geschieht, schlimmer ist als das, was in der Sowjetunion vonstatten ging. Das sind natürlich sehr harte und starke Worte, aber ich würde sie gerne noch einmal ins Verhältnis setzen zu dem, was von Richter Wrobel gerade dargelegt wurde. Ich denke, es ist tatsächlich richtig. Es ist eine allgemeine Bewegung. Und es ist sicherlich nicht hilfreich, in die Vergangenheit zurückzublicken. Wir haben es mit einer neuen Herausforderung zu tun. Und unsere Herausforderung ist nun, dass unser Modell der Rechtsstaatlichkeit so gut ankommt, so gut akzeptiert wurde, dass man einfach das nicht hinnehmen kann, dass dem nicht länger der Fall ist. Und das wurde jetzt als technischer Populismus bezeichnet. Und ich glaube, in diesen Statements ist so viel Wahrheit. Es ist eine allgemeine Art des Angriffes und dieser kann in jedem möglichen Land der EU passieren. Das sind soweit meine Bemerkungen zu Professor Gersdorf. Vielleicht noch einige Bemerkungen zur Einschätzung von Dr. Majdowski, was er zur Rechtsstaatlichkeit sagte, dass es wir sind, dass wir alle Teil der Rechtsstaatlichkeit sind und dass es kein vorgefertigtes Modell gibt, was wir anwenden können, dass die Rechtsstaatlichkeit immer weiterentwickelt werden muss und dass es notwendig ist, auch rote Linien anzuwenden und dass es diese Gefahr von innen gibt. Diese Bemerkungen zur Rechtsstaatlichkeit kann ich alle vorweg unterstreichen und unterzeichnen. Aber was er sagte zur Beziehung zwischen Diplomatie und Gesetz und Recht, ich verstehe, wie er die Entscheidung vom 5. Mai noch einmal darlegte. Und ich glaube, was wir hier sehen, ist tatsächlich ein Clash zwischen der Logik des Rechts und der Logik der Politik. Als Rechtsanwalt möchte man natürlich dem Recht gegenüber verbindlich sein. Man schaut vielleicht nicht so genau drauf, ob es ein günstiger Termin ist, um dies offenzulegen, sondern man schaut einfach, wenn es fertig ist, wird es eben veröffentlicht. Da würde ich vielleicht noch einmal ein Fragezeichen anhängen. Denn Richter an Verfassungsgerichten oder internationalen Gerichten haben natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Und ich stelle mir die Frage, ob man diese Logik des Rechts wirklich einfach so anwenden kann. Ich denke, es gibt dort eine gewisse Verantwortung. Im Menschenrechtsgesichte mussten wir einen bestimmten Beschluss fassen. Es war wirklich ein wichtiger Unterschied, ob man vor oder nach den Wahlen den Beschluss verkündet. Es gibt keine neutrale Position. Und die Bemerkung zur Zeit ist natürlich ein wichtiger Punkt. Oft kommen unsere Beschlüsse zu spät und man sollte den Zeitfaktor genauer im Auge behalten. Aber da habe ich keine konkrete Antwort. Was soll man als Richter tun? Wir arbeiten einfach weiter und verkünden unsere Beschlüsse, wenn sie denn eben verabschiedet sind. Aber wir müssen natürlich auch den Blick von außen berücksichtigen. Und an dritter Stelle oder die dritte Bemerkung zur Präsentation von Richter Majdowski sagte, dass der Beschluss des Verfassungsgerichtes nicht als Beispiel herangezogen werden kann für die polnische Regierung oder auch die Einstellung, das EuGH zu kritisieren und vielleicht eine Art und einen Weg zu finden, die Beschlüsse und Entscheidungen nicht umzusetzen. Hierzu möchte ich gerne sagen,
sagen, dass Richter Majdowski zu Beginn sagte, dass die Rechtsstaatlichkeit bedeutet, dass ein Beschluss und eine Entscheidung anzunehmen ist, auch wenn man nicht mit ihr einverstanden ist. Und es ist wichtig, dies als solches auch zu statuieren. Es gibt natürlich Ausnahmen, vielleicht auch eine Ausnahme der Ausnahme, aber immerhin bedeutet es noch, dass man natürlich einen Beschluss Folge leisten muss, auch wenn man damit nicht einverstanden ist. Das schafft nur Lücken und diese Lücken werden dann wieder genutzt außerhalb des Kontextes und dann hat man später eben nicht mehr die Möglichkeit, auf diesen Ausnahmefall Referenz zu nehmen. Ich denke durchaus, dass dies als Präzedenzfall dienen kann. Wir halten uns an das Recht, aber ganz ausnahmsweise machen wir eben solche Ausnahmen. Und das ist durchaus eine große Gefahr für die europäische Gemeinschaft. Und zu Richter Wrobel vielleicht noch einmal als Antwort eines deutschen Gerichtes. Ich weiß nicht, ob wir da so reagiert hätten. Und vielleicht noch drei allgemeine Bemerkungen. Ja, welche Aufgabe haben wir? Wir können natürlich in die Vergangenheit zurückschauen, dort Analysen ausführen. Wir können auch in der Gegenwart schauen, was derzeit passiert. Es gibt natürlich eine gewisse Unsicherheit, wenn man die Rechtsprechung anschaut. Und wenn man sich den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof anschaut und welche Beschlüsse da in letzter Zeit getroffen wurden, können Sie mich noch sehen? Ja, alles bestens, kein Problem. Es gab einen Beschluss für Island, da wurde es an die Hohe Kammer verwiesen, wo man sagte, dass die Wahl eines Richters nicht rechtmäßig ist, dann sind auch die Beschlüsse dieses Richters als nicht rechtmäßig anzusehen. Das wäre also ein Bruch mit dem Artikel 6. Jetzt weiß ich nicht, wie es in der derzeitigen Situation in Polen der Fall ist. Da muss man natürlich noch auf den Beschluss der Hohen Kammer warten. Aber schauen wir kurz mal mit einem Ausblick in die Zukunft, was zu tun ist und was wir nicht tun sollten. Ich denke, dass die polnische Gesellschaft natürlich jetzt zuerst einmal die Hauptbetroffen sind. Und Richter Wrobel sagte, welche Reaktionsmöglichkeiten es gibt. Und das betrifft sicherlich alle Länder gleichermaßen. Um dort noch einmal einen Punkt aufzugreifen. Sie sagten, dass die Bildung und Aufklärung der Bevölkerung sehr wichtig ist. In Deutschland wurde eine Stiftung eingerichtet, die nennt sich Forum Recht. Und mit dieser Stiftung soll die Funktion des Rechtsstaates verdeutlicht werden. Denn wir, vielleicht auch wir als Rechtsausüber, ist das ein recht abstraktes Gebilde. Und man möchte ein Forum Recht einrichten, wo man die Möglichkeit hat, diesen Rechtsstaat auch wirklich taktisch, haptisch zu begreifen, wo man eben die Möglichkeit hat, vielleicht Theaterstücke mit einzubringen und dort wirklich ein wirkliches Bildungsformat zu schaffen. Wir sind uns dessen bewusst, das ist ein Wert, den wir bewahren müssen. Und dafür müssen wir auch etwas tun, um diese Rechtsstaatlichkeit zu bewahren. Auch die Sprache unserer Beschlüsse sollten vielleicht überdacht werden. Dr. Majdowski sagt, es gibt 40.000 Wörter. Und ich frage mich, an wen sich diese Wörter richten. Die allgemeine Bevölkerung wird sicherlich nicht 40.000 Wörter lesen. Das richtet sich eher wahrscheinlich an die Rechtsgebildeten. Aber da sollte man vielleicht auch eine Fragezeichen anwenden. Der Lit-Beschluss ist da ähnlich umfangreich, vielleicht die Hälfte. Vielleicht ist man so von der Perfektion angetrieben, dass man einen Text schafft, der dann tatsächlich von keinem gelesen wird. Wer kann also reagieren? Die polnische Bevölkerung, die EU, die Nachbarländer wie auch unser Land. Und in der nächsten Runde geht es dann um die deutsche Ratspräsidentschaft. Da kann natürlich auch reagiert werden und der EuGH allgemein. Für uns als Gesprächsgrundlage sollte man vielleicht die Frage stellen, sollten wir mit Soft Law oder Hard Law reagieren, also mit hartem oder weichem Recht. Das harte Recht ist das, was der Europäische Gerichtshof in Luxemburg getan hat. Es wurden Beschlüsse angenommen, die vielleicht ein bisschen schwierig zu verdauen sind. Und dann haben wir das wahre Problem, wenn diese Beschlüsse dann tatsächlich nicht angenommen werden,
sondern einfach abgewiesen werden. Dann schafft man ein ganz allgemeines Problem für die Autorität dieses Gerichts in Luxemburg und der Europäischen Gerichte allgemein. Das betrifft auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dort sind Beschwerden eingegangen bezüglich der Position von Richtern. Wenn Beschlüsse auf diese Art und Weise verkündet werden und diese nicht befolgt werden, haben wir natürlich ein großes Problem. Das harte Recht ist natürlich in dieser Hinsicht besser, effektiver, aber derzeit haben wir eben das Problem, dass solche Beschlüsse nicht befolgt werden. Dementsprechend verweise ich auch auf das weiche Recht. Da gibt es ein Instrumentarium auch innerhalb der Europäischen Union und Instrumente wie die Venedig-Kommission, die bereits erwähnt wurde. Am letzten Freitag wurde eine eilige Stellungnahme angefordert von Polen bezüglich der letzten Veränderungen. Und diese Stellungnahme wurde recht bald aufgesetzt. Und nun frage ich mich, ob diese Situation, die wir derzeit beobachten, nicht vielleicht auch zur Anwendung dieser Instrumente verleiten. Und meine Sorge, meine Angst ist, und da komme ich zurück auf das Metapher des Hauses, des Europäischen Hauses, das Dr. Madowski ansprach. Ich mache mir manch einmal Sorgen, ob solche Reaktionen wie das für auf das Europäische Gerichtshof vielleicht als Art Feuerwehr anzusehen ist, dass man eben dieses Haus schnell retten möchte, dass man die Flammen schnell niederbrennt und dann dieses Haus aber auch überschwemmt mit dem Wasser einsetzt. Ich glaube, was wir hier derzeit wiederherstellen müssen, ist das Vertrauen in die Rechtsprechung und Justiz ist nur dann lebensfähig, wenn sie Vertrauen genießt. Das trifft für Europa zu und ich sehe sehr viele Angriffe auf dieses Vertrauen in der Justiz und das ist tatsächlich das, was mich am meisten beschäftigt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese sehr nachdenklich machende Präsentation. Jetzt denke ich, sollten wir eine erste Runde der Reaktionen im Podium zulassen, einschließlich von Herrn Richter Majdowski. Herr Majdowski, würden Sie vielleicht gerne eine Anmerkung zu dem machen, was gerade gesagt wurde? Ja, vielen Dank an alle. Herr Wrobel, es war eine Freude, Ihnen zuzuhören. Ich könnte nicht mehr zustimmen mit allem, was Sie gesagt haben. Die Bedrohung des Populismus ist es, was wir in Deutschland ebenfalls so erfahren. Eine ganz kleine Bemerkung zu einem Ihrer Punkte. Sie sprachen über Formulierungen, die aktuelle die Sprache. Bei uns ist das auch so. In unseren Beratungen dauert es manchmal Stunden oder Tage, über unsere Formulierungen zu sprechen. Und nun, wir benutzen die Sprache des 19. Jahrhunderts hin und wieder. Und ich stimme Ihnen darin zu, dass wir in diesem Punkt mehr tun sollten. Es gibt jedoch einen geringfügigen Aspekt, den ich noch einmal unterstreichen möchte. Populismus funktioniert aufgrund der These, dass jeder rechtliche Fragen beurteilen kann. Daher brauchen wir die Gerichte nicht. Wir in der Justiz ist dies immer der erste Schritt, den wir erfahren, wenn der Populismus erstarkt. Was wir also, denke ich, benötigen, ist ein zweigleisiger Ansatz. Einerseits müssen wir unterstreichen, dass das Gesetz, das Recht eine fachliche Angelegenheit ist, dass es teilweise so kompliziert ist, dass es nicht für jeden möglich ist, Schritt zu halten mit allen rechtlichen Fragen, die öffentlich erörtert werden. Ich denke, wir benötigen Folgendes. Wir müssen über unsere Beschlüsse in einer Sprache sprechen, die alle verstehen. Aber es gibt tatsächlich effektiv Grenzen dafür, diese 40.000 Worte, die Frau Nussberger anklagend erwähnte, für alle verständlich zu machen. Ich habe hier keine Antwort.
die vielleicht jetzt einfach nett ist. Aber ich nehme das mit und werde das auch in unserer Gruppe diskutieren, Ihren Gedanken einer zeitgemäßen Sprache. Aber wie gesagt, ich möchte auch sagen, dass es für diesen Ansatz Grenzen gibt. Ja, Frau Nussberger, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie auch etwas zu meiner Äußerung gesagt haben, aber Sie haben da etwas geschummelt, die insbesondere in Bezug auf die 40.000 Worte. Warum haben wir unseren Beschluss gerade jetzt gefasst? Das war offensichtlich der falsche Zeitpunkt. Denn wir sitzen inmitten einer Krise und alle haben andere Fragen zu beantworten, als über ein Programm nachzudenken, was schon einige Jahre alt ist. Aber dann ist es immer noch so, dass Diplomatie eine Möglichkeit ist, Dinge verständlich zu formulieren für uns als Richter. Ist es jedoch so, und diese Frage haben wir sehr viel diskutiert und wir haben auch den Mai-Termin zwei Monate verschoben, um die fachlichen Möglichkeiten zu haben, die Urteilsfindung ordnungsgemäß vorzunehmen. Aber wir hatten sehr stark das Gefühl, dass es nicht fair gewesen wäre, um weitere sechs Monate zu verschieben. Denn die Europäische Zentralbank arbeitet ja bereits an dem nächsten Programm. Und nicht über unsere Ideen zum Staatsanleihekaufprogramm zu reden, wäre nicht fair gewesen. Sie sind nicht Teil unseres Verfahrens, aber unser Ansprechpartner sozusagen. Und und etwas zu wissen über unser undiplomatisch formuliertes Urteil hätte Sie in eine schwierige Lage gebracht. Deswegen haben wir beschlossen, nicht zu warten. Und als Richter, wie Sie sagten, braucht es Jahre. Für uns hätte es 4 Jahre gebraucht, mit diesem Fall zu verfahren. Und wie Sie wissen, rede ich hier über ein Mehrheitsvotum. In unseren Beratungen intern herrschte nicht immer die absolut freundlichste Atmosphäre. Aber nachdem wir zu einem Abschluss gekommen waren, war es so, dass wir alle 8 dachten, dass wir die Pflicht haben, allen zu sagen, was wir beschlossen haben und dann auf die Kritik zu warten. Was wir seitdem tun. Also, das so viel zum Problem der Zeit. Nun zur Frage der Ausnahmen. Da fürchte ich, habe ich keine Antwort, die Ihnen gefällt. Denn Sie haben natürlich recht. Das Leben wäre einfach, gäbe es nur eine Lösung. Gehorsam gegenüber den Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes. Wir haben über eine Ausnahme geredet. Nach unserem Verständnis tritt eine solche Ausnahme alle 20 Jahre auf. Das war das erste Mal in sehr viel mehr Jahren, dass wir das Kernstück eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs nicht akzeptiert haben. Aber das System, was wir errichtet haben, und das Gericht hat das errichtet, bevor ich Mitglied des Gerichtes wurde, basiert auf dem Gedanken der Identität unserer Verfassungen. Es gibt Grenzen, die wir nicht überschreiten dürfen, die wir einhalten müssen. Und wenn wir Richter Majdowski, da ist der Bildschirm eingefroren. Der Bildschirm ist leider eingefroren. Wir können Sie nicht hören, Richter Majdowski. Insofern muss ich jetzt
vielleicht noch mal kurz zwei Hinweise geben. Der erste ist, dass wir in 10 Minuten schließen müssen, weil der Kommissar um 11.50 Uhr sprechen möchte. Und ich wurde auch gebeten, alle Zuhörer, 800 Zuhörer oder so, zu bitten. Es gibt zumindest eine kleine Möglichkeit, jetzt auch Fragen zu stellen. Also bitte mailen Sie Ihre Fragen an dmri.de. dmir.de. Bitte mailen Sie da Ihre Fragen hin, die für alle interessant sind. Zu diesem Punkt ist es so, dass Richter Wrubbel und Richterin Nussberger Sie vielleicht auch noch einmal kurz eine Antwort geben können. Und dann haben wir hoffentlich auch Zeit für ein, zwei Fragen. Also bitte sehr. Herr Richter Wrubbel. I don't hear. You have to unmute yourself, please. Yes. I was not so much criticized. I'm only. Ich wollte es gar nicht so sehr kritisieren. Ich war einfach ganz froh darüber, dass wir in vielen Fragen gleicher Meinung sind. Aber als ich jetzt Richter Majdowski zuhörte, da ist es vielleicht nicht besonders nett, über ihn zu sprechen, wenn er hier gar nicht mehr bei uns ist. Da sehen wir ihn vielleicht gleich wieder zurückkommen. Aber ich denke, das, was uns fehlt, also persönlich hat mich das zumindest bewegt. Ich hatte tatsächlich nicht so sehr viel Vertrauen in das Bundesverfassungsgericht, aber der Einfluss auf dieser Beschlüsse, da hat man vielleicht wenig darüber nachgedacht, welchen Einfluss dieser Beschluss auf andere Länder hätte. Denn sonst würde man vielleicht auch etwas finden in diesen 40.000 Wörtern in der Argumentation. Und ich gehe natürlich davon aus, dass man in diesem Raum da durchaus sehr gründlich darüber spricht und referiert. Aber geben Sie uns doch vielleicht ein Zeichen davon. Wir müssen jetzt leider erst mal auf Angelika Nussberger umschalten. Und dann haben wir nur noch 9 Minuten, bis der EU-Kommissar hier hereinkommt. Es wäre mir schon wichtig, die Antwort von Ulrich Majdowski zu Ende anzuhören, denn er sagte, er wäre nicht damit einverstanden. Und ich möchte es natürlich ganz gern verstehen. Sie sprachen gerade über das Problem der Ausnahmefälle. Ich glaube, ich habe damit tatsächlich einen Abschluss gefunden, als ich über die Ausnahmefälle sprach. Und dann war ich tatsächlich aufgeschmissen mit meiner Technik hier. Was ich sagen wollte, ist, dass es vielleicht einen Punkt gibt, über den wir uns nicht einig werden. Aber Richter Wrubbel sagte es gerade, als ich hier wieder hineinkam. Denn das, was ich tatsächlich recht gern tue und was wir vielleicht auch viel häufiger tun sollten, ist, die internationalen Kontakte aufrechtzuerhalten. In meiner Meinung nach sind diese Probleme durchaus schwieriger geworden mit Polen, mit Ungarn, mit all diesen Staaten, wo der Populismus eben am Erstarken ist. Aber was wir benötigen, ist ein professioneller Kontext zwischen uns und den Kollegen und natürlich auch der Kontakt zu den Medien und all jenen, die uns gern zuhören möchten und mit uns über die Themen sprechen möchten. Denn hätten wir mehr Möglichkeiten, in den Austausch zu gehen, dann würde es vielleicht auch ein größeres Verständnis geben. Ich muss das natürlich auch erklären, welche unsere Beweggründe waren, die natürlich auch politische Aspekte und vielleicht auch philosophische und ethische Aspekte mit einbeziehen. Und für mich ist es tatsächlich eine Frage der täglichen Arbeit. Aber außerhalb dieses Gebäudes hier weiß es vielleicht nicht so genau. Oder vielleicht doch. Was können wir also tun, um ein wenig näher an die Menschen heranzurücken? Es wäre tatsächlich vielleicht ein wichtiger Schritt, stärker in den Austausch zu gehen, indem man eben vermehrt Konferenzen und auch Treffen anberaumt. Das wäre vielleicht ein praktischer Punkt jetzt hier als Lösungsbeitrag. Aber das ist tatsächlich ein Defizit, was wir beobachten. Und in diesem Zusammenhang könnte man sicherlich sehr viel mehr tun. Die Justiz an der
deutschen, polnischen Grenze, hat da große Probleme, die Kontakte zu den polnischen Gerichten aufrechtzuerhalten. Und das ist durchaus bedauernswert. Der Populismus und die Regierung in Polen müssen halt oder haben versucht, diese Kontakte da zu unterbinden. Und deswegen müssen wir sie aufrechterhalten. Angelika, vielleicht noch ein kurzer Beitrag Ihrerseits. Ganz kurz nur, da wir zeitlich beschränkt sind. Ich habe für einige lange Jahre in einem europäischen Forum gearbeitet. Und ich glaube, wir selbst sind dafür verantwortlich, dass wir missverstanden werden. Ich glaube, es ist unsere Verantwortung, dass wir dem entgegenwirken. Und es gab da auch andere Beschlüsse aus Ihrem Gericht. Und das wird nun von den Russen in ihre Justiz eingebracht, dass man eben den Beschlüssen des EuGH nicht folgt. Denn das letzte Wort der Souveränität ist immer der Referent. Das ist vielleicht nicht so, wie Sie es meinten, aber so wurde es in anderen Ländern aufgenommen. Und wir sind nicht länger Richter, die ganz allein für ein Land das Recht sprechen oder für eine bestimmte Region. Wir werden weltweit auch gelesen und ausgelegt. Und dessen müssen wir uns bewusst werden, dass es dort Missverständnisse geben kann. Dr. Baranowska, Sie sind heute auch mit dabei. Vielleicht möchten Sie kurz eine Frage stellen, bitte. Treten Sie doch hier dieser Debatte bei. Hallo, vielen Dank erst einmal für diese tollen Fragen und Kommentare, die wir hier im Verlauf der letzten beiden Podiumsdiskussionen sammeln konnten. Ich möchte Sie bitten, diese auch weiterhin einzureichen und würde nun mit einem interessanten Kommentar beginnen, worum es ging, dass man die Rechtsstaatlichkeit bewahrt und diese auch vielleicht wiederherstellt. Populismus wurde von Ihnen allen angesprochen in Ihren Redebeiträgen und dann gibt es noch andere Kommentare wie Hassreden, Fake News und andere Themen, die in Polen angesprochen wurden, nicht nur von Richter Wrobel. Dann haben wir einen Kommentar, was die Frauenrechte in Polen betrifft und die allgemeinen Fragen, die aus diesen Kommentaren und Fragen entstehen, wäre die folgende, ob die Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt werden kann, indem man die Rechtsstaatlichkeit auch wahrt. Und was ist der Unterschied zwischen der Wahrung und der Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit? Hier wurden wir ganz speziell zu Polen befragt, aber auch Ungarn wurde erwähnt. Vielen Dank für diese Frage. Wir haben noch 4 Minuten. Damit haben wir tatsächlich eine Minute Zeit hier für jeden unserer Podiumsteilnehmer und ich hoffe, das reicht Ihnen dann auch von der Zeit, denn leider haben wir nicht mehr übrig. Wir würden gerne mit Dr. Angelika Nussberger beginnen, Richter Wrobel würde dann weitermachen und Dr. Majdowski würde dann den Abschluss übernehmen. Eine Minute. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Wie kann man die Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen, wenn sie bereits den falschen Weg eingeschlagen hat und man möchte wieder auf den richtigen Weg zurückfinden? Das ist meiner Meinung nach ein zentrales Problem, denn man hat ja das Prinzip der Unabsetzbarkeit der Richter. Und jetzt haben wir neue Richter. Das Prinzip ist dort auch anwendbar. Und das ist das Einzige, was ich in wenigen Minuten sagen kann. Ich bin da durchaus mit einverstanden. Ich frage mich immer wieder die gleiche Frage. Wie können wir damit umgehen? Das ist tatsächlich eines der größten Probleme, das ich hier vor mir in meinem gesamten wissenschaftlichen Leben vor mir hatte. Wie kann man eine Doktrin schaffen, die die Justiz vor neuen politischen Strömungen bewahren? Wie kann man es wiederherstellen, wenn man die Politiker des neuen Regimes verwendet? Aber wie kann man es tatsächlich schützen? Es stabil halten und dann auch in die nächste Amtszeit übertragen. Denn sobald die Politiker das System infiltrieren und das gesamte System umbauen und neu formen, dann ist es schwierig, sie zu stoppen. Sie können sich die Oppositionsbewegung in Venezuela anschauen. Sie haben das gleiche Problem und haben da jetzt vielleicht schon etwas länger daran gearbeitet. Die haben da durchaus sehr interessante Erfahrungen sammeln können, wie die Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt werden kann. Das ist aber tatsächlich ein Thema für ein anderes Seminar. Jetzt kommen wir zu Richter Majdowski.
Ein ungarischer Richter sagte mir einst, dass er das Gefühl hat, gezwungen zu werden, bestimmte Fälle nach den Vorgaben der Regierung zu beschließen. Aber er hat die Freiheit, die kleineren Fälle nach eigenem Ermessen zu entscheiden, gemäß den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit. Ich weiß nicht, ob man diese Richter so zweiteilen kann. Ich finde dieses System nicht besonders folgenswert. Aber was ich vorschlage, ist, dass man vielleicht mit den kleineren Fällen anfangen kann, mit den niederinstanzlichen Gerichten und diese Rechtsstaatlichkeit vielleicht auch in den Herzen der Richter wiederherstellen kann, die dort arbeiten. Und das dann mit Hilfe internationaler Kontakte tun kann. Und dann kann man vielleicht von unten das System langsam wieder aufbauen. Es ist sicherlich keine gute Idee, auf oberster Instanz zu beginnen, denn dort hat man wahrscheinlich Probleme mit dem Verfassungsgericht, wenn das Gericht bereits verloren ist. Beginnen Sie mit den erstinstanzlichen Gerichten, denn dort fängt in unserem Justizsystem alles an. Besten Dank auch für Ihren Beitrag. Das war wirklich eine ganz großartige Podiumsdiskussion. Wir sind sogar ganz pünktlich hier, 11.50 Uhr. Vielen lieben Dank für Ihre Beiträge, für Ihre Mikrofondisziplin. Ich glaube, es war durchaus eine ganz großartige Podiumsdiskussion. Und nun geht das Wort über an die Organisation. Ja, ganz herzlichen Dank an Sie vier, muss ich sagen. Vor allen Dingen den Moderator Armin von Bogdandy. Sie haben das gut hinbekommen, in der Zeit zu bleiben. Sie haben alle angemerkt, wir brauchen mehr Gespräche, intensivere Debatten über diese Themen. Das haben wir jetzt beginnen können. Leider ist dieses elektronische Format nicht in der Lage, ganze Tage lang Veranstaltungen zu machen. Deswegen müssen wir uns leider in dieser Zeit so begrenzen. Das tut uns selber ein bisschen leid, aber es hat trotzdem gut geklappt. Dafür erstmal herzlichen Dank.